Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute zur neuen Erlegung in Sachen Herzensangelegenheiten. Wir werfen heute einen Blick auf deinen Herzensmenschen bzw. auf deinen Wunschpartner und gucken mal, welche Karten sich so zeigen. Dafür nehmen wir das Lenormand Deck von Azra Mansour und gucken mal, was sich uns so zeigen mag. Also 3x3 Karten, Kopfebene, Herzebene, mögliche Handlungsebene. Und wie immer ist es ein allgemeines Orakel. Das bedeutet, es kann auf dich zutreffen, muss es aber auch nicht. So, wir beginnen mit den Sternen. Der Baum und der Bär. Schon mal starke Kopfebene. Auf der Herzensebene der Turm. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles raufkriegen. Ich schiebe das mal gleich ein bisschen höher. So, also. Auf der Herzebene der Turm. Die Wolken. Die Fische und die mögliche Handlungsebene, der Brief, die Mäuse und der Reiter. Sehr schön. Werfen wir auch mal einen Blick auf die Unterseite. Hier haben wir den Sarg, Karte Nummer 8. Hier wird wahrscheinlich etwas umgedacht werden. Also, beginnen wir ganz oben. Mit dem Baum in der Mitte haben wir hier eine feste Verwurzelung in traditionelle Vorstellungen. Es kann ein bisschen sein, dass er träumt davon, in seine eigene Stärke zu kommen. Mit dem Bären hier haben wir eine Seelenpartnerschaft angezeigt. Es kann durchaus sein, dass dieser Mensch sich stark mit dir verbunden fühlt, aber gleichzeitig auch versucht, ein Rollenideal zu leben, das er sich selber ausgedacht hat oder das er selber hochhält. Im Endeffekt versucht er hier in seine eigene Stabilität zu kommen, was die Gedankenebene angeht. Er versucht herauszufinden, wie er seine eigene Männlichkeit ausleben kann, seine eigene Stärke und auch Wachstum hervorbringen kann dadurch. Wenn wir aber gleich einen Blick auf die Herzebene werfen, dann sehen wir, dass in der Mitte die Wolken liegen. Hier ist ihm noch vieles unklar. Der Turm zeigt auch eine Art Verschlossenheit an oder eine starke Schutzmauer um sein Herz, und mit den Fischen darf es hier aber in die Tiefe gehen. Der Mensch, auf den wir hier schauen, hat höchstwahrscheinlich ein bisschen Angst davor, direkt in seine eigene Stärke zu kommen, in seine eigene Macht, in seine eigene Männlichkeit. Und das kann gut sein, dass das einfach ein eingefleischtes Muster ist an dieser Stelle, dass er immer und immer wieder versucht, wie der Fels in der Brandung zu sein, und sich nicht erlaubt, mit dem Kopf in den Wolken zu sein, dafür aber sein Herz im Unklaren lässt. Hier ist es deutlich angezeigt, dass dein Wunschpartner nicht besonders darauf erpicht ist, ins Emotionale zu gehen. Er möchte höchstwahrscheinlich nicht in die Tiefe gehen, macht sich vielleicht auch Sorgen, dass er tatsächlich verletzbar ist. Ja, er macht sich Sorgen darum, dass wenn er erst einmal ins Gefühl eintaucht, er etwas von seiner Stärke einbüßen könnte. Nun ist es ja so, dass die Gefühle halt nicht dem Kopf folgen. Er versucht mit aller Macht hier durch seine mentale Stärke sozusagen sein Herz niederzuringen, nicht auf seine Gefühle zu hören und stattdessen sich mit anderen Dingen ablenkt. Vielleicht mit anderen Zielen, anderen Wunscherfüllungen. Das kann natürlich irgendetwas Berufliches sein, aber auch irgendetwas Privates wie ein Hobby oder ja, die alte Situation aufrechtzuerhalten. Vielleicht ein Freundeskreis, vielleicht eine andere Beziehung. So, unten auf der möglichen Handlungsebene haben wir den Brief. Also er macht sich schon Gedanken darüber, wie er vielleicht mit dir in Kontakt treten kann oder wie er generell kommunikativ werden kann. Aber nicht aus dem Herzen heraus, sondern wieder aus dem Verstand heraus. Er versucht immer und immer wieder, sich selbst davon abzuhalten, hier auch mit den Mäusen zu große Schritte zu gehen. Er frisst sich selber die Chance weg. Ja? Es ist so, das nagt an ihm und er kommt hier nicht weiter. Er möchte kommunizieren, auch mit dem Reiter auf dieser Seite, möchte hier Bewegung reinkommen, aber er selber verbietet es sich immer und immer wieder, in dieses Gefühl zu gehen. Wir klären hier mal ab auf der Kopfebene mit drei Karten aus dem Seelenforscher-Orakel, was ihm eventuell noch so durch den Kopf spukt, ja, worüber er sich Gedanken macht, wo vielleicht auch das Wachstum hingeht. Es könnte auch sein, dass er versucht, eine Strategie zu finden, mit dir in eine Beziehung zu gehen, ohne sich emotional wirklich zu binden. Ich spüre hier eine große Angst davor, das Herz zu öffnen,
weil er einfach nicht weiß, was es dann mit ihm macht und er hat Angst, dann einfach instabil zu werden und vielleicht auch ja, übermannt oder überrumpelt zu werden von seinen eigenen Gefühlen. So, na, was dürfen wir hier wissen? Eine Sackgasse, hier geht es nicht weiter. Ja, so wie es zurzeit ist, geht es hier einfach nicht weiter. So passiert halt nichts, wenn er immer nur aus dem Verstand heraus lebt und die Herzebene komplett ignoriert. Aber es liegt auch eine große Chance und ein Geschenk in dieser Situation. Wir haben hier zweimal diese Thematik von gebunden sein, festgebunden sein, angekettet sein. Unter Berücksichtigung der heutigen Tagesbotschaft von heute Morgen kann es auch sein, dass er wirklich in einem unguten System feststeckt, das ihn stark belastet, das ihn immer wieder zurückzieht, sei es durch Suchterkrankungen oder durch eingefleischte Verhaltensweisen, die ihm einfach nicht mehr gut tun. Schauen wir mal weiter. Nimm es mit Humor. Ja, vielleicht versucht er tatsächlich, sich selber einfach auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Er nimmt seine Gefühle nicht ernst, schiebt sie deswegen immer wieder an die Seite und fühlt sich dann aber vielleicht so, als wäre ihm hier irgendwie auch der Lebensmut abhanden gekommen. Mit dem Sarg kann es sein, dass diese Situation einfach nicht vollständig überwunden wird, sondern er legt sich da in seine Kiste, in seine altbekannte Kiste und bleibt halt dort in seinem stillen Kämmerlein. Schauen wir jetzt nochmal auf die Herzebene. Mit dem Turm ist hier Rückzug angesagt, ist hier etwas angezeigt, was nicht gesehen werden möchte, vor allem mit den Wolken. Aber auf der Herzensebene kommt immer wieder dieser Tiefgang mit den Fischen rein, die sagt, dein Seelenpartner ist im Geiste bei dir, glaube daran. Ja, im Geiste, wie gesagt, er versucht die ganze Situation mental abzuarbeiten. Er versucht alles, was er fühlt, zu rationalisieren oder halt wegzuschieben durch Gedanken. So, mal gucken. Zwei Karten hätte ich ganz gerne noch. Was spukt ihm denn da durchs Herz? Wenn er denn zulässt, dass da mal was durchkommt zu ihm, was fühlt er denn gerade? Huch, in Bezug auf dich. Das sind drei Karten, aber das macht gar nichts. Dann haben wir hier zum einen, ich liebe dich. Ja, er liebt dich und das macht ihm Angst. Ja, es macht ihm einfach Angst, dass er das nicht rational begründen kann, warum du die Beste bist, ja, für ihn, die gute Partie für ihn bist. Und er kann das nicht wie eine Formel sozusagen ausdrücken. Er versucht, Liebe auf eine Formel zu bringen oder in ein Korsett zu stecken und das funktioniert irgendwie nicht. Dann die Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Und als letztes, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Aber er stellt sich diese Frage. Er stellt sich diese Frage immer und immer wieder. Warum gerade ich und warum gerade sie? Und vielleicht spukt es ihm wirklich so im Kopf herum oder liegt ihm so auf der Zunge, dass er eigentlich gerne etwas dazu sagen würde. Aber es fühlt sich so an, als würde er es dann immer wieder wegdrücken. Ja? Es kommt dieses Gefühl hoch und er vermisst dich und er denkt an dich und er liebt dich. Und dann denkt er sich so, das ist ja totaler Mumpitz. Dieses ganze Geschwafel von Liebe, das ist alles nichts für mich. Ich bin hier der einsame Bär, der einsame Wolf. Ich bin hier der König in meinem Reich. Und diese Frau, die löste mir gar nichts aus. Ja, das ist immer das, was er dann versucht, sich selber einzureden oder gegebenenfalls mit Substanzen wie Alkohol oder Drogen immer wieder wegzuschieben, damit er möglichst hier in seiner Herzpanzerung bleiben kann. Denn wenn man keine Erwartungen hat und nicht niemanden liebt und auch keine Sehnsucht empfindet, dann tut es halt nach hinten raus auch nicht so weh. Ja, er versucht sich hier ganz krass selbst von seinen Gefühlen immer wieder abzuschneiden. Was wir hier unten auch mit den Mäusen sehen. Die nagen immer wieder da dran und sie knabbern vielleicht hier auch langsam an den Wurzeln, sodass er da nicht mehr rational hinterherkommt. Ich habe das Gefühl, dass ihm alles ein bisschen zu viel wird und er deswegen immer wieder überrumpelt ist und immer wieder in diese Selbstzweifel kommt, vielleicht auch in einem Minderwertigkeitsgefühl, wo er sich denkt, nein, das kann ja nicht sein. Ich habe das nicht verdient, dass mich jemand einfach so liebt. Ich brauche das auch gar nicht. Also es sind so Schutzmechanismen, die da immer wieder hochkommen aus der eigenen Unsicherheit heraus. Letztendlich haben wir als letzte Karte den Reiter, wo Bewegung reinkommt. Und diese Bewegung ist bereits da.
Die Frage ist, ob er bereit ist, mit den Wolken hier in der Mitte der Legung wirklich mal aufzuräumen. Ja? Ob er wirklich bereit ist, mal zu sagen, okay, auch wenn ich ein Mann bin, darf ich auf meine Gefühle hören. Er muss sich hier selber die Erlaubnis geben, in seine Klarheit zu kommen. Er muss selber herausfinden, was das Richtige für ihn ist. Nehmen wir auf der möglichen Handlungsebene noch eine Tarotkarte dazu heute mal. Ich würde sagen, wir gucken noch mal hier unten auf die Tarotkarten. Nehmen wir noch eine einzelne. Huch. Ja. Und das ist dieser Zustand, in dem er steckt. Ja, wir haben die Schwerter, die für Gedanken stehen, drei Schwerter, die sein Herz durchbohren. Also immer wenn das Gefühl hochkommt, dann steckt er dort viele Gedanken rein, aber traut sich nicht zu fühlen. Aber die Gefühle sind hier mit den Wolken, die wir im Hintergrund auch haben, und mit dem Regen, der da angezeigt wird, trotzdem da. Sie machen ihn unsicher und traurig. Ja, vielleicht möchte er eigentlich auch wirklich weinen. Ja, vielleicht ist es einfach wirklich zum Heulen, dass er es nicht schafft, sich selbst die Erlaubnis zu geben, in die Liebe zu gehen und einfach diese Nachricht abzusetzen, die hier mit dem Brief angezeigt ist, wo drin steht, ich liebe dich. Ich weiß, dass du mein perfektes Gegenstück bist und wenn ich dich liebe, warum soll ich das denn noch kaputt denken? Es ist eine schwierige Situation und dieser Mensch weiß nicht, wohin er kommt. Also, er ist immer noch damit beschäftigt, hier mit dem Reiter immer wieder in diesen Herzschmerz hinein zu verfallen, immer wieder in diese Selbstzweifel, Selbstsabotage. Und ja, er braucht hier wahrscheinlich einfach seine Zeit, wahrscheinlich nimmt er diese ganzen emotionalen Themen mit dem Lachen hier auch nicht ernst und sieht noch nicht, dass in dieser Situation halt ein wertvolles Geschenk liegt, um jetzt wirklich nachzureifen, Anhaftungen loszulassen, negative Glaubenssätze aufzulösen. Und ja, er wird hier seine Zeit brauchen und wahrscheinlich wird es auch nur die Zeit zeigen, ob er es schafft, wirklich diesen Turm zu verlassen, in die tiefen Gefühle zu gehen und zu sagen, okay, hier bin ich. Tut mir vielleicht auch leid, dass ich dich so lange zurückgeschwiesen habe, zurückgeschoben habe und immer wieder alles verleugnet habe. Wir werden es sehen. Ja? In der Zwischenzeit lebst du dein Leben weiter. In der Zwischenzeit machst du das Beste aus allem. Du sitzt da nicht und wartest 24/7 auf ihn, sondern du lebst dein Leben. Es kann durchaus sein, dass der ein oder andere Herzensmensch hier niemals auftauchen wird, weil er einfach zu ängstlich ist und in seinem Turm bleibt. Für andere kann es aber auch sein, dass er es endlich schafft, in die Stärke zu kommen, Gefühle zuzulassen und dann vorwärts zu gehen, auch wenn das ihm eine scheiß Angst macht. Aber du wirst es sehen. Für dich nehmen wir noch eine Karte, aus dem Dein Weg kennt den Weg, Orakel, und gucken mal, was das Universum dir jetzt hier abschließend noch mit auf den Weg geben möchte als Zuschauerin. Was darf ich dir hier als abschließende Botschaft noch mit auf den Weg geben. Du sollst es sein. Nutze deinen Atem, um Spannungen und Belastungen loszulassen. Atme sanft durch die Nase ein und doppelt so lange durch den Mund aus. Denke bei jedem Ausatmen loslassen. Wiederhole diese einfache Meditation jeden Tag mehrere Male, vor allem wenn du gestresst bist. Also immer wenn die Sehnsucht bei dir auch zu sehr hoch kommt, setz dich hin, entspanne dich und versuche durch diesen Moment, durch diesen Schmerz, durch den Herzschmerz und die Sehnsucht hindurch zu atmen. Denn du selber sollst nicht in die Aktion gehen und ihm weiterhin davon versuchen, ihn von deinem Wert zu überzeugen. Ja, du sollst das nicht, ihm nicht hinterherrennen, sondern selber lernen, diesen Menschen erst einmal loszulassen, damit er in seine Kraft kommen kann und hinter dir herkommt, wenn er bereit dazu ist. Und wenn er es nicht tut, wirst du es merken und kannst dein Leben dann auch ohne ihn weiterleben. So, wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich total über ein Like oder Kommentar. Sofern noch nicht geschehen, natürlich auch total über ein Abo. Und wenn du magst, sehen wir uns dann einfach morgen früh wieder. Gehab dich wohl und bis bald. Ciao.